Liebe 09-Fans, wie geil. 1-0 gewinnen wir beim Bonner SC. 6 Punkte auf dem Konto nach 3 Spielen. Wer hätte das gedacht? Freuen wir uns riesig drüber. Cello Diallo mit einem überragenden Debüt natürlich. 10. Minute, dann 1-0 geköpft. Überragend, der Junge. Wir freuen uns, dass er da ist. Und die ganze Mannschaft überragend verteidigt. Das hat richtig Spaß gemacht. Die Unterstützung der 09-Fans, das war richtig mega. Auch wenn es 80 Leute waren. Aber nach Bonn ist eine weite Reise. Dienstag geht es weiter in Köln. Aber vorher schauen wir uns jetzt erstmal die Highlights des heutigen Spiels an. Beim Bonner SC, den 1-0-Sieg. Viel Spaß dabei und wir sehen uns Dienstag in Köln. Die erste Möglichkeit im Spiel hatten die äußerst defensiv eingestellten Bonner. David Bors legt zurück auf Sumua und der zielt in die zweite Etage. 5. Minute, die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Dann die 09er in der 10. Minute erstmals gefährlich. Herr Wunsola mit der Hereingabe. Kopfball, Cello Diallo und das Ding ist drin. Das 1-0 für die SG 09. Was für ein Auftakt, was für ein Traumdebüt von Cello Diallo mit dem Kopf zum 1-0. Schauen wir uns in der Zeitlupe nochmal an. Herr Wunsola, butterweiche Flanke. Und der Kopfball per Bogenlampe. Wohl keine Abwehrmöglichkeit für Michel im Tor der Bonner. Führungstreffer für die SG 09, die klar tonangebend waren. Und Cello Diallo, klasse Ballannahme hier. Dann die Flanke von Julia Popovic wird geblockt zur Ecke, die nichts einbrachte. Aber die SG war klar tonangebend. Viel Spaß hatten die knapp 80 09-Fans an ihrer Mannschaft. Weiter ging es oft über die rechte Seite mit Julian Popovic und Cello Diallo wieder. Cello am Ball, versucht durchzustecken auf Nico Buchmeier. Das tut dann Malko Bo, sehr überlegt. Riesenmöglichkeit, guter Schuss. Aber Martin Michel macht da die kurze Ecke zu. Gute Schussmöglichkeit für den Kapitän. Weiter geht's wieder. Cello Diallo, Hackentrick. Und dann diese Chance für Hemre Jeseljova, trifft den Außenpfosten. Pech für den 09-Angreifer. In dieser Szene dann David Bors gegen Noah Korschowski. Klasse Grätsche vom 09-Verteidiger. Der verhindert hier den Ausgleich. Aber das war eigentlich die einzig gefährliche Aktion der Bonner. Weiter geht's. Cello Diallo versucht's mal in Arjen-Robben-Manier. Aber das gelingt ihm jetzt in dem Fall nicht. Dann diese Szene kurz vor der Pause. Laufduell David Bors gegen Matze Tietz. Und dann fällt David Bors wie vom Blitz getroffen. Und Schiedsrichter Robin Braun fällt darauf rein, gibt Matze Tietz die gelbe Karte, will da einen Schlag im Gesicht gesehen haben. Ein absoluter Witz. David Bors konnte selbstverständlich auch sehr, sehr zügig weiterspielen. Aber kurz vor der Pause dadurch nochmal eine sehr, sehr gefährliche Freistoßsituation, die die 09er da überstehen mussten. Am Ball steht Vojno Jezic, der Bonner Mittelfeldspieler. Aber praktisch symptomatisch für den Auftritt der Bonner geht der Ball klar über den Kasten. Mit der 1-0-Führung geht es in die Halbzeitpause und es war spannend zu sehen, ob die Bonner nun in der zweiten Halbzeit mehr nach vorne spielen würden. Schauen wir uns das an. Zunächst direkt nach der Pause diese Flanke von Oberbasic und dann diese gefährliche Szene. Korschowski zum ersten, Korschowski zum zweiten, Korschowski zum dritten. Was für ein Rettungstat. Edin Sancak, da beschwert sich da, hat den Ball im Aus gesehen. Aber das war eigentlich auch das Gefährlichste schon der Bonner. Weiter ging es in der 75. Fabio Diaz eingewechselt. Kann hier leider das Missverständnis in der Bonner Verteidigung nicht nutzen. So mussten die 09er weiter zittern, in Anführungsstrichen. Aber wirklich gefährlich wurde es nicht. Auch hier der Kopfball David Bors. Klar über den Kasten. Dann klasse Bewegung von Nico Buchmeier. Setzt sich da hervorragend durch. Klasse Schuss. Aber auch klasse Parade von Michel. Die 09er nutzten leider die Konterchancen nicht und dementsprechend mussten sie noch ein wenig zittern. Julian Popovic verhindert hier die Flanke auf Hashimoto. Nächste Ecke für die 09er, Malko Boos mal aus der zweiten Reihe, aber dann doch deutlich vorbei. Aber die 09er waren wach und verhinderten vieles schon im Keim. Fabio Diaz mit der Möglichkeit, entweder schießen oder Berko anspielen. Er entscheidet sich für den Schussversuch leider über den Kasten. Aber dann war es vorbei, die 09er. Ohne Probleme gewinnen wir mit 1-0 beim Bonner SC. Klasse Leistung. Und damit geht es jetzt am Dienstag weiter in Köln. Bis dahin. Cello. Ja. Was für ein Debüt. Erstes Spiel für die SG 09 und gleich den Siegtreffer erzielt. Wie fühlst du dich?
Ja, super, ja. Ich habe lange diese Tage aufgewartet. Ne? Also, natürlich, ich habe gestern meine Spielberechtigung bekommen und ich war so sehr glücklich dann dafür. Und heute, wir haben gespielt und ich bin dankbar für alles, für Tuko, was er gemacht hat. Und wie gesagt, ich bin glücklich für das Tor. Du sprichst es an. Pfarrer Tuko hat sich wirklich, glaube ich, wahnsinnig eingesetzt dafür. Lobt dich in höchsten Tönen und wollte dich unbedingt ja schon, dass du natürlich gegen Gladbach und so spielen kannst. Wie bist du insgesamt in Wandschall angekommen? Wie fühlst du dich? Also ich, super. Also wie gesagt, von Anfang an, also ich bin glücklich hier in Wattenscheid. Letztes Jahr, ich war nicht so ganz gut und ich hatte viel Verletzungen gehabt, aber wie gesagt, dieses Jahr, ich bin so zufrieden. Ich denke, also kann ich meine Leistung zeigen und wie gesagt, alles gut, also läuft alles super. Wir freuen uns. Danke dir sehr für die Zeit. Dankeschön. Feiert ein bisschen. Ja. Können wir nicht so lange, weil Dienstag fahren wir nach Köln, ja, und dann müssen. Wollen wir die Viktoria mal ein bisschen ärgern. Ja, natürlich, muss man. Ne? Also Viktoria können sie super manchmal, aber klar, wir schaffen schon alles. Aber so, Begeisterung danke. Sieht doch anders aus, oder? Schon, ne? Ja, bei mir Edin Sancakta. Edin, 1-0 gewinnen wir beim Bonner SC. Wie wichtig war es jetzt insbesondere nach dem Pokal aus in der Liga direkt wieder in die Spur zu kommen? Ja, vor allem nicht nur nach dem Pokal aus, sondern auch nach der langen Pause in der Liga. Ja, genau. War es sehr wichtig, hier mit einem Sieg weiterzumachen. Ist gut für uns, dass wir jetzt auch Dienstag direkt weiterspielen in Köln. Und es bringt nichts. Also wir haben weniger Spiele als alle anderen immer noch. Und wir müssen jetzt einfach in Köln auch nachlegen. Sie haben ja fast nichts zugelassen. Also ähnlich wie in Aachen schon. Ja. Die Jungs haben, die Vorderleute von dir haben dich fast beschäftigungslos sein lassen, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinen Vorderleuten, muss ich sagen. Nein, wir machen das schon sehr gut. Die Fünferkette steht und die Chancen also für die Gegner lassen wir gar nicht zu im Moment. Und das kann ruhig so weitergehen. Einmal kurz nach der Pause wurde es richtig brenzlig. Du hast dich da ganz schön echauffiert. Aus deiner Sicht klar aus, der Ball, oder? Ja, der war, glaube ich, schon knapp im Aus. Ich bin deswegen nicht hingegangen, weil ich nicht mehr hingekommen bin. Mhm. Nicht, weil ich dachte, dass er im Aus ist. Okay. Passiert, nichts passiert. Ab und runterputzen, weiter geht's. Genau. Ich danke dir auch für die Zeit. Feiert ein danke bisschen. Wir sehen uns am Dienstag. Jo, gerne. Danke. Ciao, ciao.